Servus und willkommen beim E-Bike Scout. Wie ihr sehen könnt, gibt es wieder ein neues Video zu einem neuen Fahrradträger. Ein Modell, das 2023 vorgestellt wurde. Das Produkt kann man kaufen. Ich teste das Modell Thule Epos 3 auf diesen Lincoln Co. mit Anhängerkupplung. Der eine oder andere kennt das Produkt schon. Es ist ja schon einige Monate am Markt. Von meiner Seite werde ich heute wie immer drei E-Bikes versuchen, auf diesen Fahrradträger zu positionieren und zu montieren. Immer live. Und auch in diesem Fall habe ich das mit diesen drei Rädern, die ich vorbereitet habe, noch nicht getestet oder vorab probiert. Also, Premiere. Meiner Meinung nach sollte es wirklich ein Top-Träger sein. Das habe ich sofort im ersten Anblick schon gesehen. Erkläre ich euch im weiteren Video. Seid dabei und schaut euch das Produkt genauer an. Einmal ganz praktisch lässt sich dieser Epos 3 auf Rollen auch ziehen, ist sehr praktisch. Auf der oder flachen Pflasterstein funktioniert das einwandfrei. Auf Schotter wahrscheinlich nicht, denn die Räder sind relativ klein. Aber zumindest schon mal eine praktische Sache. Wir hieven den Fahrradträger auf die Kupplung, drücken wie bei Thule normal den Hebel nach unten, schließen ab . Führen wir den Stecker ein . Brauche ich euch wahrscheinlich nicht weiteres zu erklären . Sind ja bei den meisten Trägern immer dieselben . Einfach Viertelumdrehung und dann Klappe zu. Perfekt. Jetzt klappen wir, kurz Kameraeinstellung, den Träger auseinander. Und das ist eine Funktion, die wirklich einwandfrei funktioniert. Also das Kennzeichen, der Kennzeichenhalter geht schön mit, rastet ein und der Träger ist schon montagebereit. So, eines habe ich verstanden. Jetzt sollten die Schlaufen hier in diesen Führungen eingeschoben werden. Alle sechs. Dann werden wir den ersten beweglichen Schwenkarm nach oben bringen und das erste Bike versuchen aufzuladen. Also ich checke immer schon vorab, wie das Fahrrad aufgebaut ist. In diesem Fall ist es ein Tiefeinsteiger. Folgedessen werde ich das Bike hier am Rohr befestigen, denn ich habe ja kein Oberquerrohr. Folgedessen einmal hochhieven. Pedale ausrichten. Arm nach oben einstellen, auf richtige Höhe bringen. Schlaufe herausnehmen. Den Greifarm einstellen im Winkel, den wir benötigen. So, also das Coole ist eben an diesem Träger, ich kann diesen Schwenkarm so positionieren, dass ich es perfekt ans Bike anpassen kann. Also ich passe nicht das Fahrrad an den Fahrradträger an, sondern umgekehrt. Faschette einführen.
kurz anklicken und das Bike steht. Perfekt. Jetzt gehen wir an die Räder. Schlaufen ausziehen. Um das Rad anklicken. Perfekt. Hinten dasselbe. Schlaufe um das Rad. Einführen. Anklicken. Passt. Erste Bike ist montiert. Ganz so, einfach. Und jetzt kommen wir zum zweiten Bike. Wir schwenken den zweiten beweglichen Arm nach oben und positionieren das zweite Bike mit dem Lenker genau in die entgegengesetzte Richtung des ersten Bikes. Okay. Hier habe ich ein Oberrohr, folgedessen Arm nach oben, Faschette, sorry, sollte man vorher schon herausnehmen. So, ich positioniere wieder den Arm an das Bike und fahre mit der Faschette rund ums Oberrohr. Einmal anklicken. Ganz wichtige Sache, mit diesen Faschetten habt ihr absolut keine Probleme, auch bei Carbonrahmen. Sehr großer Vorteil. Weiter geht's mit den Schlaufen. Einfach durchführen. Anzogen und zweite Schlaufe. Die sind auch lang genug, damit ihr auch breite Bereifungen bis zu 3 Zoll drauf bekommt und keine Probleme habt, dass die Faschette zu kurz wäre. So, also die Stabilität vom Bike nach links und nach rechts gewährleisten in diesem Fall die Radhalterung hinten und vorne. So kann das Rad nicht wegschwenken. Der Arm ist eigentlich nur mehr zur Stabilität des Bikes in der Höhe, damit das nicht nach vorne kippen und oder nach hinten kippen kann. Reicht so auch absolut aus. Den dritten Arm nach oben schwenken. Dieses Mal aber ziehe ich die Faschette raus und montiere jetzt das dritte Bike. Ups. Aha. Okay, wie man sehen kann, geht der Lenker in diesem Fall hier am Sattel an. Dann bietet sich eigentlich an, das Fahrrad in die entgegengesetzte, also in dem Fall den Lenker auch an die linke Seite zu bringen. Und hier geht es sich besser aus. Arm positionieren. Faschette anzurren, passt, Radschlaufen, einmal hinten, und einmal vorne. Wunderbar. Also, wenn ich von dem Punkt ausgehe,
einen Fahrradträger zu haben, wo ich die Fahrräder so schnell als möglich positionieren und montieren kann, dann ist dieser Epos von mir aus gesehen am Markt der beste Träger. Denn normalerweise geht man mit einem neuen Fahrradträger die Sache so an, dass man zuerst mal versucht, erste Fahrrad positionieren, mal schauen, wie man es in die richtige Position bringt, damit man die Arme, die Greifarme richtig positioniert und das Rad fixieren kann. Dann das zweite, dann das dritte. Am Anfang, ich schätze mal, das kann mir jeder bezeugen, die erste Montage dauert normalerweise. Ich habe es hier wirklich auch das erste Mal jetzt gemacht. Wenn wir die Zeit zusammenrechnen, waren das vielleicht 10 Minuten oder etwas mehr. Klarerweise kann ich jetzt die Fahrräder das nächste Mal noch präziser, besser, exakter in Position bringen. Aber wenn ich diesen Träger mit anderen vergleiche, dann gibt es nichts Ähnliches. Es ist nur ein holländischer Hersteller, der für zwei Bikes das System mit den Teleskoparmen am Markt hat. Aber für drei, wie dieser Epos 3, habe ich bis jetzt noch kein Produkt gefunden. Deswegen Daumen hoch! Zum Abschluss habe ich noch drei Tipps. Beim Beladen von drei E-Bikes, auch auf diesen Epos 3, der hat 60 Kilogramm Zuladung, immer die Akkus abnehmen. Da seid ihr normal mit dem Gewicht im Rahmen. Sorry, in unserem Fall jetzt, ich habe dieses Fahrrad zu leihen bekommen, habe keinen Schlüssel dabei, deswegen Batterie habe ich drauf gelassen oder musste ich drauf lassen. Aber in eurem Fall immer die Akkus abnehmen. Zweiter Tipp, nehmt die Displays ab. Einmal sind sie schnell gestohlen, wenn ihr irgendwann mal zu einer Raststätte fahren müsst oder auch eventuell bei Vibrationen immer besser abnehmen. Plus, ich mache immer eine kleine Plastiktüte auf die Steckkontakte der Batterie drauf mit einem Gummiband, dass das Regenwasser nicht direkt auf die Kontakte kommt. Und der dritte Tipp ist, immer die Fahrräder abzuschließen. Hier an diesem Thule Epos 3 wird der Zylinder reingedrückt und dann kann man den Schlüssel abdrehen. Einmal, zweimal und dreimal. Zusätzlich empfehle ich, es gibt es auch eben von Thule als optional dazu zu kaufen, ein separates Kabelschloss, denn zwei Schlösser sind immer besser und sicherer als nur eines. Folgedessen, alle drei Bikes zusammenhängen, mit dem Fahrradträger verbinden und eben abschließen. Ja, liebe Freunde, das war's von mir. Ich würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo von euch freuen. Mich unterstützt im Sinne, ich mache diese Arbeit gerne. Es freut mich immer sehr, wenn ich anderen Menschen helfen kann, die irgendwo Informationen suchen über Fahrradträger für die Anhängerkupplung. Also es geht von meiner Seite immer wieder weiter zwischen Videos von Produkten, Videos von Radtouren, Videos von tollen Camping- und Stellplätzen. Tschüss, Servus, macht's gut!